Hallo, was waren Sachen? Ich hatte eine lustige Idee. Ihr kennt doch bestimmt alle so Seiten wie testedich.de, wo man verschiedene Fragen bekommt, die man dann beantwortet und dann kriegt man gesagt, wer man denn so ist. Und ich dachte mir, das wäre doch mal eine lustige Sache für ein Video und ja, genau das werden wir tun. Ich werde auf testedich.de gehen und wir werden verschiedene Fragen zu einem bestimmten Thema beantworten und dann herausfinden, wer ich bin. Wir machen das jetzt in dieser Version erstmal zum Thema Digimon. Ich werde verschiedene Fragen zu verschiedenen Themen um Digimon beantworten. Sprich, was für ein Wappen haben wir, was für ein Digimon kriegen wir und so weiter. Und ja, mal sehen, was da so rauskommt. Für alle, die das auch mal mitmachen möchten, ich habe die Seite natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt auch mal schreiben, was ist bei euch rausgekommen? Wer seid ihr denn? Was habt ihr für Partner? Ich werde das jetzt alles blind machen. Also ich habe geguckt, es gibt einige Fragen zu Digimon und dachte mir, ja, dann gehen wir jetzt blind in die Sache und beantworten diese. Und mal sehen, was dabei so rauskommt. Ich bin gespannt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir einfach mal an und fangen wir mit dem ersten Fragebogen an. Ich würde sagen, wir fangen direkt erstmal mit dem Wappen an. Welches Wappen hätte ich denn als Digi-Ritter? Welche Person aus Digimon Staffel 1 und 2 magst du am liebsten? Mögen? Ich würde Sora. Sora mag ich. Sora ist knuffig. Biomon, Kombi Sora und Biomon sind einfach genial. Wenn du ein Digimon hättest, welche Farbe sollte es haben? Ist mir vollkommen wurscht. Egal. Einfach irgendwas Cooles. Rosa, Rot, Gelb. Gelb mag ich halt tatsächlich sehr gerne. Egal, einfach was Anmutiges. Es muss auch nicht anmutig sein. Meine Favorite Digimons sind tatsächlich Puppen-Digimon und Mutanten-Digimon. Da ist nichts Anmutiges dabei. Er wird eher cool passen. Ist egal, einfach was Cooles. Gelb ist halt auch nice. Irgendwas Cooles. Okay. Wie schätzt du dich selber ein? Feige. Gebe alles, um meine Freunde zu beschützen, sogar mein Leben. Na, schüchtern ruhig, mag es nicht zu kämpfen. Ja, das schon. Das passt schon gut. Wenn es stressig wird, bin ich nicht da oder bin komplett überfordert und fange an zu weinen. Na, dann doch eher schüchtern. Was würdest du in diesem Moment tun? Black Warhammer taucht auf und will kämpfen. Rennen? Verschwinden? Verstecken? Jemand anderen vorschicken? Es ist mir egal, welches Digimon auftaucht. Ich kämpfe bis zum Schluss. Nein. Ich glaube an die Macht der Freundschaft und mein Digimon wird dann noch stärker. Das ist so typisch Anime. Das ist so das Klischee. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mein Digimon fragen. Wahrscheinlich. Was würdest du dazu sagen? Meinst du, das geht? Ich glaube daran, dass wir gewinnen und mit dieser Kraft werden wir sicher gewinnen. Ich bin nicht so positiv in meinem Denken. Ich bin nicht positiv in meinem Denken. Ich würde so denken. Wie zur Hölle komme ich hier am schnellsten weg, ohne dass mir was passiert und meinem Kollegen? Was würdest du in diesem Moment tun? Zwei Digimon auf einem Ultra-Level greifen euch an. Auf welchem Level ist mein Digimon? Wenn es ein Mega-Digimon ist, wäre jetzt nicht so schlimm. Wenn es jetzt drunter ist, überdenken, kritisch gucken, ob ich irgendwo Hilfe kriege zur Not, wenn ich nicht wegrennen kann. So oder so, wir werden es schaffen. Ich versuche, Digimon zu beruhigen. Nee, es müsste mich wahrscheinlich eher beruhigen. Panikattacke. Auf jeden Fall DNA-Digitation. Also ist jemand vorhanden? Also. Das wäre schon mal ein Level-Up für meins. Ganz klar, mein Digimon digitieren aufs Ultra-Level. Das sind zwei. Kommt drauf an, wie, jetzt mit der, wie stark generell mein Digimon ist und wie das ist mit Wechselwirkungen und so weiter. Wahrscheinlich DNA-Digitation klingt schon mal gut, dann bin ich A nicht alleine. Und die sind dann doch schon doch deutlich stärker wie ein Ultra-Level-Digimon meistens. Würdest du, wenn es die Digi-Welt für immer retten, dein Leben opfern? Nein. Hast du Angst vor der Dunkelheit? Nein, ich habe mir Angst, einfach zu fallen, weil mir irgendwas im Weg liegt. Oder vielmehr, ich habe nicht Angst vor der Dunkelheit, ich habe Angst davor, irgendwas nicht zu sehen und mich aufs Fressbrett zu legen. Da ist ja jetzt nur die Attribut-Dunkelheit gemeint, oder meint der ein böses Digimon? Dann, wenn ein böses Digimon da wäre, also ein böses, böses Digimon, dann wäre ich halt auch weg. Nein, nur wenn meine Freunde da sind. Ja, nein, ich weiß nicht. Eigentlich nicht, so an für sich von der Dunkelheit an sich habe ich nicht Angst. Wie gesagt, ich habe Angst, nichts zu sehen und mich aufs Fressbrett zu legen, weil mir das wehtut. Ich habe Angst zu fallen. Welches Gefühl passt zu dir? Wutanfall, Vertrauen, weiß nicht, Enttäuschung, Liebe. Müssen wir mal weiß nicht. Würdest du deine Freunde mit in die Digi-Welt nehmen, wenn deine Freunde keine Digi-Ritter wären? Ja, wenn die Lust haben, können die mitkommen. Wer soll sie aufhalten? Das ist ihre Entscheidung. Ich nehme sie dann halt einfach mit. Das müssen sie dann halt entscheiden. Ich würde sie fragen, ja, nein. Willst du mit? Na gut, könnte auch daran liegen, dass meine Freunde halt wie ich erwachsen sind und die. Doch, eigentlich erwachsen. Ich bin erwachsen, aber erwachsene Freunde, die können auf sich selber aufpassen. Die müssen sich selber denken können. Ich bin kein Babysitzer, dann kann ich auf alle aufpassen. Egoistisch, Matsch, egal. Ja. Glaubst du, dass es irgendwo im Universum ähnliche Wesen wie Digimon gibt? Ich bin noch nicht, solche Wesen gibt es nur in unseren Träumen und wird es auch nie geben. Das ist das Realistischste, aber das ist so ein bisschen Hoffnung. Ich weiß zwar, sowas gibt es nicht, aber wäre halt einfach gut dran zu denken. Ist doch nice. Und wenn es wirklich sowas geben würde, kann man es kuscheln.
Oder kannst du mir das angucken? So ein bisschen Hoffnung mit drin, ist so nice. Wir sind A. Wenn du ein Nigrider wärst, welche Waffen hättest du? Zu 40% bist du Profil A. Wow, du bist echt cool. Jeder wünscht sich so, einen Freund wie dich zu haben. Bist du dir da sicher? Okay. Du glaubst an die Freundschaft und hältst zu deinen Freunden, so wie Matt und Davis. Dein Wappen ist ja die Freundschaft. Wappenfreundschaft finde ich schon nice. Da sind viele Beast-Digimon mit drinne. Du hättest noch Folgendes werden können. Zu 30% bist du viel B. Naja, da haben wir einen sehr emotionalen Menschen. Ja, das stimmt tatsächlich. Meistens emotional überfordert, aber emotional immerhin. Sora, Jolie und Zoe sind genauso wie du. Die Wappen ist Liebe. Oh. Mit Freundschaft kann ich leben tatsächlich und auch mit Liebe. Das finde ich beide. Beide sind nice. Das ist cool. Ja, nächstes Quiz. Natürlich brauchen wir jetzt noch einen Digimon-Partner und dann haben wir jetzt natürlich das richtige Quiz, welches ist dein Digimon-Partner? Mach mal das schnell. Was ist unser Partner oder mein Partner? Wie schätzt du dich selber ein? Ruhig. Ja, ruhig, unaufdringlich, liebenswürdig. Vielleicht liebenswürdig nicht unbedingt, kommt drauf an, aber ruhig, unaufdringlich passt. Gerade wenn ich Situationen nicht einschätzen kann oder Leute nicht kenne, passt das am meisten. Welche Farbe soll ein Digimon haben? Ist mir vollkommen egal. Etwas Mildes, hellblau oder so. Mir doch egal. Ja, etwas Anmutiges. Was ist eine anmutige Farbe? Pink, gelb, grün, blau, hellblau ist mild. Egal. Wie gehst du in Kämpfen vor? Wegrennen. Ich würde sagen, ich bin ja nicht der aktiv kämpfende Part, sondern ich bin der Dude, der daneben steht und Kommandos gibt. Dann würde ich schon sagen, ich achte mehr so auf Werte, weil ich kann dann Fokus auf Werte setzen. Wenn ich selber kämpfen würde, würde ich denken, mach so Berserker Hauptsache draufhauen. Aber das ist ja nicht so, wenn ich daneben stehe. Dann kann ich ja gucken. Was soll denn niemand können? Fliegen, Feuer spucken, schnell rennen und ganz hoch springen. Das wäre schon mal praktisch. Dann könnte man auch schnell wegrennen. Ja. Welches Siegeweiß nutzt du? Aus der dritten, aus der ersten, ein anderes. Rein optisch finde ich das aus der dritten halt am besten. Auch das Feature mit den Karten durchziehen finde ich voll nice, was auch viel Strategie nochmal. Strategie hinzufügt, weil man ja verschiedene Karten durchsetzen kann und verschiedene Sachen boostern kann, Attacken einsetzen kann, etc., etc., etc. Das finde ich ein cooles Feature. Was finde ich mit deinem Partner? Freundschaft, der Glaube an das Unmögliche, der Sieg beim Kampf. Sieg beim Kampf, das ist mir nicht so wichtig. Ein cooler Kumpel wäre mir besser. Ich muss nicht kämpfen können. Hier aber ein cooler Buddy haben wir halt auch nice. Dein Partner steckt ziemlich in der Patsche. Was machst du? Ich sag, ich tue mein Möglichstes. Ich tue das, was ich kann, um ihm zu helfen. Würdest du jemandem von der Existenz deines Partners erzählen? Wenn ja, wem? Meinen besten Freunden, meinen Eltern, keinem. Ich würde eigentlich schon erzählen. Allein aus praktischen Gründen, dass ich hier wohnen kann. Ich will mir Digimon nicht im Schrank verstecken oder so. Da müssen meine Eltern erzählen. Meine Mom wohnt hier. Vielleicht mein Bruder auch. Der wohnt nicht ganz so weit weg. Ist ja auch Bescheid, weiß, dass hier immer durch die Gegend läuft und sich nicht wundert. Würdest du für deinen Partner die Hand ins Feuer halten? Ich würde sogar mein Leben für ein Opfer. Das eher weniger. Nee, müsste ich ja bekloppt sein. Ich denke schon, sicher bin ich oder nicht. Das passt schon so eher. Ja, eigentlich, in Theorie eigentlich schon. In Praxis weiß ich nicht, ob ich die Huspe dazu hätte. Dein Partner ist das Mittel zum Sieg. Ein Spielkamerad, ein guter und verlierter Freund. Freund. Spielkamerad würde aber auch passen. Zu 60% bist du Profil A. Dein Partner ist Teriamon. Oh, wie süß. Ja, ich habe ein Teriamon, bin zufrieden. Ihr passt perfekt zusammen. Im Kampf achtest du verstärkt auf deinen Zustand, deines Partners. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Daher bist du auch erfolgreich bei den Kämpfen. Okay. Wir brauchen noch zwei andere. Also wir gehen jetzt hier nicht Anime kennen, sondern wir gehen Spiele kennen. In den Spielen hat man ja nicht nur einen festen Partner. Man hat drei, die man halt so mitnehmen kann. Und einen haben wir davon. Ein Partner wäre Teriamon. Jetzt brauchen wir noch zwei andere. Kommen wir zu Partner Nummer 2. Ich habe einfach ein anderes Digimon-Quiz geöffnet und mal sehen, was dieses sagt. Okay, wie schätzt du dich selber ein? Denkt erst an andere, freundlich, lieb. Eigentlich nicht. Ich denke mir erst an mich selbst und wie ich keine Schmerzen kriege. Macht sich immer alle Sorgen, sagt niemals, dass es ihnen schlecht geht. Also sag ich nicht, dass es mir schlecht geht, weil das stimmt meistens. Dann, ich sage meistens selten, dass es mir nicht gut geht. Oder mache minimale Andeutungen. Sorgen mache ich mir aber meistens um alles Mögliche und nicht nur doch um alles Sorgen, nicht um alle, um alles. Ich mache mir generell immer sehr viele Sorgen. Meistens sehr unbegründet, aber Sorgen mache ich mir gerne. Oder viel, oft. Eigentlich gerne, aber ich mach's halt. Nimm irgendein Wort, ohne nachzudenken. Essen nachdenklich, Liebe, Ge Essen. Essen ist gut. Was würdest du für ein Ding mal tun? Mein Leben aufs Spiel? Eigentlich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich das. Hand ins Feuer, Essen teilen, außer Rest bekommen. Okay, das, ja, das würde ich auf die Kippe nehmen. Hand ins Feuer, weiß ich nicht. Definiere Hand ins Feuer legen. Was hat das angestellt? Bin mir nicht so sicher. Aber so, ich bin mir nicht so sicher, passt. Vor was hast du am meisten Angst? Dunkelheit? Eigentlich von der Dunkelheit nicht, dass mein Partner. Das fände ich halt echt kacke. Sterben ist nie gut. Ich habe vor gar nichts Angst. Das stimmt nicht. Ungerechtigkeit, andere zu verletzen. Unwichtig zu sein, kein Liebe zu tragen, tut. Schwierig.
Weil das ist einfach kacke und traurig, aber davor habe ich jetzt nicht unbedingt Angst. Auch vom Tod habe ich so per se nicht die Angst. Ich habe davor da die Angst, dass mir was wehtut, bevor ich tot bin. Ich habe Angst vor Schmerzen, das ist aber nicht vorhanden. Unwichtig zu sein. Ja, doch Depression ist halt schon kacke. Ja, was für eine Verbindung hast du zu deinen Freunden? Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nicht, Freunde sind doch sowieso unwichtig. Das ist traurig. Ich kann das nicht so richtig sagen, weil ich es nicht weiß. Aber das ist halt auch so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich kann es nicht beschreiben, es ist einmal. Ist okay. Was für ein Dämon hättest du gerne? Ich darf mir wieder aussuchen. Nee, okay. Eines, das immer für mich da ist und mich versteht. Das wäre nice. Weil ich mich teilweise selber nicht verstehe, dann wäre es wenigstens cool, wenn das niemand weiß, was abgeht. Ein richtiger Freund, mit dem ich spielen kann, ist auch voll nice. Eins, mit dem ich über alles reden kann, das hat er das hier schon inbegriffen. Einer besten Kumpel, der mit mir auch durch die Bäuche vorschlagen kann. Das ist auch cool. Ein sehr starkes, aber auch seine Klappe hält. Es muss nicht stark sein, es muss einfach nur mich mögen. Es muss einfach mit mir zusammenpassen. Ich brauche keinen starken Partner. Ich brauche einfach nur einen Partner, der für mich da ist. Ich will einfach nur einen Buddy haben. Nehmen wir den. Zu 40% bist du Profil A. Am meisten passt zu dir Piomon. Also Spiomon und auch Palmon. Oh, super, mein Favorite. Mein absolutes Favorite Digimon, Palmon. Wer Cybersnus geguckt hat, weiß auch direkt, wie habe ich gewählt. Du kämpfst nicht gerne und bist so liebevoll, wie man das sich nur vorstellen kann. Aber du meinst, dass du ohne Liebe aufgewachsen wärst. Das ist Quatsch. Hab mehr Selbstvertrauen. Das ist wichtig, Leute. Habt mehr Selbstvertrauen. Ihr seid alle toll. Ich würde dann natürlich auch zu Palmon gehen. Ich bin jetzt einfach mal so biased, weil Palmon ist mein absoluter Favorite von den Digimon, gerade von der ersten Staffel. Also haben wir Teriamon und Palmon, jetzt brauchen wir noch einen dritten Partner. Wollen wir mal gucken, wen wir da finden. Okay, angekommen in der Digi-Welt. Was machst du als erstes? Ich suche sofort meine Freunde. Was wohl kämpfen? Ich denke erstmal über die ganze Situation nach. Erstmal nachdenken, was hier eigentlich abgeht. Die meisten Frisuren und was. Das wäre mir sowas von egal. Du kommst mir alles so anders vor. Ja, das oder das. Ich würd einfach jetzt mal gucken, was hier eigentlich ab ist. Soll man nachdenken, was passiert ist. Ich habe irgendwelche Drogen genommen. Ich was getrunken. Was abgestürzt irgendwo. Klippe runtergefallen. Plötzlich ist ein Digimon, das ich als seinen Partner vorstelle. Welchen Charakter. Plötzlich ist ein Digimon, das ich als seinen Partner vorstelle. Welchen Charakter hättest du denn? Es ist geheimnisvoll und tiefgründig. Ich sage erstmal am Nachdenken, was hier eigentlich abgeht. Es ist mutig, stark und cool. Er steht immer zu seinen Freunden und ist hilfsbereit. Ich finde, ich würde jetzt einfach gehen. Es ist geheimnisvoll und tiefgründig. Vielleicht ist er ein bisschen verpeilt. Das wäre auch ganz nice. Ich gehe jetzt einmal die Runde. Einfach mal so als Ausgleich für den anderen. Kampf! Du und dein Digimon sind laufend durch die Welt, dass plötzlich ein böses Digimon auftaucht. Was tut ihr? Die Schwachstelle des Digimons herausfinden und dann taktisch schlagen. Kämpfen! Au, tut mir nicht weh. Ja, das. Ich will nicht kämpfen, aber wir müssen doch. Ich kämpfe mit meinem Partner gemeinsam. Ja, wahrscheinlich eher so. Oh, tut mir nicht weh. Wegrennen. Essen. Der Kampf war anstrengend, aber ihr habt gewonnen. Jetzt knurrt dir und deinem Partner aber der Magen. Wie schafft ihr Essen? Suchen. Los, Simon, mach mal. Los, leib eigene, such was. Mein Partner und ich fragen andere freundliche Digimon, wo es was zu essen gibt. Wahrscheinlich eher weniger. Wenn ich von einem Digimon angegriffen wurde, bleibe ich erstmal weg von einem Digimon. Logisch denken, wo gibt es was zu essen? Ja, logisch denken klingt nach einem schlauen Sache, die man machen könnte. Wir schlagen uns einfach was Obst von den Bäumen. Wenn Obst vorhanden ist, wäre das ein guter Zug? Teamwork, mein Partner, ich suche natürlich zusammen. Zusammen suchen ist er. Aber wenn da Obstbäume stehen, nimmt man die Obstbäume. Außer hängen irgendwie verschimmelte Äpfel dran oder so. Weil das hat ja im logischen Essen. Also logisch denken, wo gibt's was zu essen? Obstbaum ist so ein logisches Ding, hängt Essen dran. Wenn da welche sind. Wenn da vielleicht auch so ein Automat steht, weil da sind ja öfters mal so Essensautomat-Ausgebemaschine. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe das Wort vergessen. Da könnte man das nehmen. Zur Not Scheibe einschlagen. Logisch denken klingt smart. Nehmen wir das. Suche. Der Magen ist voll und jetzt fragst du dich langsam, wo deine Freunde wohl sein könnten. Ihr sucht sie. Wie teilt ihr die Suche ein? Nicht aufteilen. Zusammenbleiben. Mein Digimon suchen gemeinsam, ja. Ich vertraue darauf, dass mein Digimon und ich sie schon zusammen finden. Stimmt sie denn ganz in der Nähe? Puh, ich bin noch viel zu müde zum Suchen. Jetzt mal hinten wegen Schlafen. Wir würden gemeinsam suchen, würde ich sagen. Und jetzt seid ihr alle wieder vereint, du und deine Freunde. Dein Digimon und ihre Digimon. Wie verstehen sich dein Digimon mit den anderen Digimon? Mein Digimon ist etwas misstrauisch, es braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Das könnte ich sein. Wäre cool, wenn mein Partner auch so ein paar Charakterzüge von mir übernehmen würde, dann versteht man sich auch besser. Man muss so Unterschiede, Ungemeinsamkeiten so ausgeglichen haben, finde ich, dann versteht man sich recht gut. Man darf nicht zu gleicher Meinung sein, aber man darf auch nicht zu unterschiedlicher Meinung sein. Und man braucht so ein gutes Mittelmaß.
Sie verstehen sich, aber mein Demo bleibt das Beste, ist auch cool. Aber ich bin erstmal hier so ein bisschen misstrauisch, so, Digga. Seid ihr wirklich unsere Freunde? Wo wart ihr? Warum wart ihr nicht bei uns? Okay. Erkunden. Jetzt wird es auch mal wieder Zeit, die Umgebung zu erkunden. Was sind denn so dabei eure Themen? Wir suchen Sport, wir suchen Kämpfe, die interessante, doch auch erschreckende Welt. Schminke, ganz wichtig, Wissenschaft. Beinhaltet Wissenschaft einfach Informationen? Würde ja eigentlich schon. Ich würde erstmal Informationen sammeln, was hier eigentlich so abgeht. Das wäre mir wichtig. Das zählt unter Wissenschaft, oder? Ich nehme das jetzt einfach mal als Wissenschaft. Informationen sammeln. Was zum Henker ist hier eigentlich passiert? Was geht ab und wo soll es hingehen? Was ist der Plan? Eigenartig. Eure Dämonen kommen auf das Thema, was sie an sich selbst stört. Was erzählt dein Dämon über sich? Ich gehe auf ein Risiko ein. Meine Neugier kann mir zum Gefängnis werden. Ich ziehe mich manchmal vor anderen zurück. Ich ziehe mich manchmal vor anderen zurück. Das klingt nach mir. Was ich? Ich habe doch keine Fehler. Ich bin eine Klette. Ich gehe erstmal. Es bleibt so. Es orientiert sich nach meinen Dingen. Schlafplatz. Nach einem ganzen anstrengenden Tag seid ihr alle ganz schön müde. Wo schlaft ihr? Irgendwo, wo es nicht gefährlich ist. Das klingt auch gut. Ist doch egal, Hauptsache schlafen. Nee, ich würde schon gucken, dass man halbwegs safe liegt und vielleicht irgendwo ein bisschen erhöht, dass, wenn es regnet, nicht alles ganz so nass wird. In einem schönen Bett. Wenn eins vorhanden ist, wäre das halt voll nice. Hauptsache, ich bin nicht alleine. Also mein Digimon-Partner wäre halt schon dabei, den anderen. Weiß ich nicht. Wenn ich die Leute gut kenne, dann schon wäre es schon cool, wenn die anderen bei mir wären. Wenn ich die aber nicht so gut kenne, wäre ich dann doch lieber mit jemandem, den ich kenne, aka mein Digimon-Partner, dann doch schon ein bisschen distanzierter, aber nicht ganz so weit weg. So. So ist Mittelmaß. Das Wichtigste ist ein Ort, wo wir alle sicher sind. Ja, das Wichtigste ist ein Ort, wo man sicher ist zum Schlafen. Das wäre von Vorteil beim Schlafen. Was ist der Unterschied zwischen ist es sicher und ist es nicht gefährlich? Ich sehe, dass es sicher ist. Nächste Frage. Ja. Heimreise. Du kannst natürlich nicht immer hier in der Digi-Welt bleiben. Irgendwann musst du auch mal wieder heimgehen. Ja, wahrscheinlich heule ich einfach nur. Es ist immer eine sehr, sehr lange Reise, die man halt mit einem Partner hinter sich hat. Und dann ist halt so endgültig so, du weißt, du kommst wahrscheinlich nicht mehr zurück. Ich würde dann halt einfach weinen. So neugierig, wie dein Partner ist, seid ihr ein perfektes Team. Immer dem Wissen und dem Neuen auf der Spur. Und stets am Untersuchen der Umgebung. Dein Digimon ist auf jeden Fall ein Tentomon. Nice. Tentomon ist auch cool. Also haben wir einen Terriermon, einen Palmer und einen Tentomon. Das finde ich schon mal nice. Ja, dann haben wir doch eine ganz interessante Mischung. Wir haben einmal das Wappen der Freundschaft, wir haben einen Teriamon, wir haben einen Palmon und einen Tentomon als Partner. Das ist echt eine coole Mischung. Bisschen doof, dass das halt nur drei Serums waren. Also alle drei haben vom Typus her Serum, aber das war eigentlich abzusehen. Die meisten Starter-Digimon aus dem Anime sind tatsächlich vom Typus Serum. Es gibt so gut wie keine Datei oder Viren unter den Start-Digimon, sag ich jetzt mal, aus dem Anime. Deswegen war da schon sehr klar, dass wir nur Serum kriegen. Ja. Es war eine kleine Zeitreise für mich. Ich habe früher zu meinen Schulzeiten sehr viel Zeit auf solchen Seiten mit meinen Freunden verbracht, wo wir dann halt uns immer gemessen haben, wer ist was und solches immer gerade, was halt so im Trend war, was wir gerade geguckt haben, sei es Digimon, sei es Pokémon, sei es Naruto. Haben wir sehr, sehr viel Zeit auf diesen Seiten verbracht und es war mal wieder schön für mich, mal wieder so ein bisschen Nostalgie zurückzubringen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und als kleines Bonus für alle die es bis hierhin geschafft haben, ihr kriegt ein kleines Bild von mir, mit meinen neuen Partnern. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Und wenn ihr die Tests gemacht habt, haut mal euer Ergebnis unten in die Kommentare. Was für ein Wappen habt ihr? Habt ihr Partner-Digimon? Habt ihr eins von den unzähligen anderen Tests gemacht? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und vielleicht ein Abo, wenn ihr mehr von sowas haben möchtet. Oder vielleicht auch mal ein neues Thema, dass wir vielleicht sagen, wir gucken uns einen anderen Anime oder einen anderen Cartoon an, wo wir dann ein paar Fragen beantworten und halt quasi das Gleiche in grün machen mit einem anderen Thema. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Dann, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und man sieht sich.